Jö, denn gleich mal abgedockt. Wir haben jede Menge Satelliten zu verteilen, damit wir endlich mal wieder Laderaum frei haben. Wir müssen jetzt nach Süden. Dahin. Ja, das ist echt ärgerlich bei dem Discoverer. Ist zwar schön schnell, aber diese 50 Stauraum, die er hat in seinem Frachtcontainer, ja, die bringen es einfach nicht. Weil selbst wenn man die bis oben hin mit Energiezellen vollfüllt, reicht das gerade mal für ein paar Sprünge. Und man muss dann sofort wieder ein Sonnenkraftwerk suchen. Das heißt, wir sollten uns mit der Zeit auch nach einer Alternative umschauen. Ich wollte mir ja eh ein Schiff zulegen, das ich auch benutzen kann, um Missionen zu fliegen. Dafür müssten wir nur sehr, sehr weit reisen. Das gibt es nämlich nicht hier im Argonenraum, auch nicht im Paranidenraum. Dafür müssen wir, ich scroll mal ein bisschen, also ungefähr hier auf der Universumskarte hin. Also haben wir noch gut was zu entdecken. So, hier hatten wir jetzt noch gar keinen Satelliten. Sehr schön. Und der Sektor ist noch nicht allzu groß, also setze ich mich mal nicht dahin. Nicht auf den Flug. Da so hin und werf den da aus. So. Was sagt unser Besitz? Universumshändler alle fleißig am Machen, du am Einkaufen. Und wir haben schon unsere ersten Erzbrocken. 125 Stück. Sind im Lager. Energiezellen werden fleißig verbraucht. Sehr schön. Also ja, das mit dem manuellen Einstellen, mit dem Kaufe zum besten Preis und Verkaufe zum besten Preis, ist halt die Grundeinstellung, die es von vornherein gab. Es gibt dazu eine Alternative, die eigentlich wesentlich praktischer ist, aber die zeige ich euch dann bei der zweiten Station. Das wird dann die Siliziummine sein. Nur müssen wir dazu erstmal wieder zurück nach Wolkenbasis Südost springen, wenn wir dann irgendwann die Energiezellen haben. So, langsamer werden. Müssen wir halt nach Wolkenbasis Südost springen, um mit dem Mammut wieder in Kontakt zu treten. Weil wir könnten zwar hier auch irgendeinen Transporter ansprechen, wenn denn eine Liste wäre, was er nicht ist. Nur dann müsste der halt ganz hier hochtuckern und das dauert echt Ewigkeiten, da die, wie schon mal erwähnt, keinen Sprungantrieb benutzen. So, war hier okay. Könnte knapp werden. Zoome mal ein bisschen ran, damit ich nicht wieder irgendein Schiff erwische. Und flieg mal dahin. So, das sieht doch gut aus. Also F, erweiterter Navigationssatellit, raus damit. Und. Jo, deckt alles ab. Sehr schön. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Imperators Graben. Gehört auch noch zu den Paraniden. Split Feuer war Piraten, richtig? Ja, da kommt kein Satellit hin. Hier geht's auch noch nach Süden. Das könnten wir auch noch mal kurz erforschen. Haben wir überhaupt irgendwas im Frachtraum an Energiezellen? Nein. Wir haben hier aber gerade praktischerweise ein Sonnenkraftwerk. Ich glaube, da docke ich mal ganz kurz an. Es wird zwar wahrscheinlich nur so 10, 20 Energiezellen bringen, aber das sind mal eben vier Sektoren, die wir springen könnten. Und das spart doch einiges an Zeit. So. Das automatische Speichern könnt ihr übrigens abschalten. Ich lasse das meistens aktiviert, weil ich sonst einfach vergesse abzuspeichern. So, 19 Credits. Oh, feier. Na gut, wir nehmen trotzdem 25 Credits mit. 25 Stück mit, das sind halt nur 475 Credits. Aber allgemein kaufe ich nicht recht gerne, wenn die Preise hoch sind. Selbst wenn ich tierisch viel Credits später habe, ist mir das trotzdem irgendwie zuwider. Da bin ich wohl einfach ein wenig zu geizig für. So, wir wollten jetzt nach Süden. Südtor, Südtor. Predigers Einsamkeit. Ja, die Paraniden haben es echt mit den religiösen Namen. Aber es klingt schön. Und ist ja auch recht idyllisch hier von der Optik. Guck mal, wie es da aussieht in der Einsamkeit der Priester. Oder Prediger. Schon etwas steriler. Oh, dafür ein großes Sonnenkraftwerk. Das sind die richtig teuren. So, wir sind in einem äußeren Sektor. Das ist schon mal okay. Wir haben da hinten ein Sprungtor. Sonst sehe ich auf die Schnelle keins. Na gut.
fliegen wir mal da so hin. So, der Sektor führt wohin? Herzogs Vision. Das klingt auch paralytisch. Heißt, wir schmeißen hier den Satelliten raus. So. Erweiterter Satellit. Autopilot deaktiviert. Dann fliegen da auch gleich mal durch. Und in der Zwischenzeit sind unsere Universumshändler am Machen, unsere Station ist am Produzieren. Also man kann eigentlich so viel Zeit verschwenden, in Anführungszeichen, wie man will, mit Aufklärung. Es passiert ja immer irgendwas im Hintergrund. Und das finde ich echt angenehm. Also, dass man nicht alles selber machen muss. Autopilot deaktiviert. Es ist zwar für eine Zeit lang recht interessant, weil man weiß, man hat das alles selber erarbeitet und man hat dann sich das erste Geld für die Station zusammengekratzt. Aber wenn man dann überlegt, wie lange man das machen müsste, um später so ein XXL-Kraftwerk zu kaufen. Wenn ich das alles mit einem Merkur machen würde, dann würde ich da Jahre dran sitzen. Und das ist nicht so ganz Sinn des Ganzen. Zumal es später auch noch Plot-Missionen gibt, also eine Questreihen, wo man sehr viele Ressourcen braucht. Das kann man gar nicht alleine wuppen. Da braucht man mehrere Dutzend Stationen, die alle gleichzeitig arbeiten, und mehrere Schiffe, die automatisch den Transport vonstatten führen. Und ja, aber dazu kommen wir alles später. Ich sehe hier keinen Sprungturm. Wahrscheinlich irgendwo hinter den Asteroiden. Na gut, dann flieg mal da so hin. Dass du das Nordtor noch in Reichweite hast. So, das reicht. Auswerfen, Satellit, jupp. Erweiterter Satellit, ausgeworfen. Und dann fliegt man weiter in die Richtung. Obwohl von Osten... Die Transporter gehen vom Nordtor in einer Schnur da lang. Also wird da hinten wohl irgendein Sprungtor sein. Ich versuche jetzt immer noch den letzten Fitzel des Paranidenreiches zu entdecken, damit wir zurückgehen können. Aber irgendwie sind die sehr weit verstreut. Tor, Weisheit des Imperators. Ja, definitiv auch ein Paranidensektor. Na gut, Satellit zweiter, damit wir das alles hier abdecken. Auch raus. Da könnte aber auch noch was sein, oder? Fliegen wir kurz hin. Sinza macht's möglich. Nö, da ist gar nichts. Nur Geröll und große Asteroiden, wo man auch abbauen könnte. Nö. Dann halt zurück. Durchs Osttor. Ja, so langsam kommen wir sogar in den Bereich, wo ich mein Schiff kaufen könnte. Aber das kostet mal eben 2 Millionen, plus die Ausrüstung nochmal so 1 Million. Muss ich mir überlegen. Also so teuer ist die Siliziummine nicht, aber wir brauchen ja 3 neue normale Merkuren. Die halt dann wieder den An- und Verkauf regeln. Und das ist dann doch wieder ein bisschen teuer. Autopilot deaktiviert. So, da hinten sehe ich ein Sonnenkraftwerk. Aber der Sektor ist riesig. Also da wird mein einer Satellit auf keinen Fall ausreichen. Also schmeißen wir ihn einfach mal hier so aus. Damit wir wenigstens das eine Tor abdecken. Auswurf. So, jetzt gucken wir mal nach Norden. Optisch müssten wir die eigentlich schon sehen können, die Sprungtore. Genauso wie wir auch die Stationen sehen können, obwohl das Radar es noch nicht sieht. Was ich recht komisch finde. Aber naja. Halt eine der Eigenarten bei X. Hinten ist noch eine Station. Nö, ich sehe kein Sprungtor. Okay. Dann folgt mal dem Schiff da. So ungefähr in die Richtung. Da haben wir schon mal das Sonnenkraftwerk aufgedeckt. Da unten kommt ein Transporter. Transporter sind immer ein gutes Zeichen, weil die Kampfflieger können echt überall rumwuseln. Einfach nur, weil sie auf Patrouille sind. Und da sehe ich doch ein Sprungtor. Und irgendwas Großes. Das könnte ein Titan sein. Oder irgendeine Station. Dann bin ich jetzt neugierig. Das Tor kann warten. Wir können erstmal gucken, was das da hinten ist. Aber ja, sieht wie ein großes Kriegsschiff aus.
Oh, 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 Gegner. Piraten-Nova-Aufklärer. Piraten-Nova. Nee, danke. Es waren einfach nur viele Schiffe auf dem Haufen. Das muss nicht sein. Weg, 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 weg. Weil so ein Nova ist schon ein ernstzunehmender Gegner. So. System. Dreieinigkeit. Dreieinigkeit, die Trinity. Ah, ich denke nicht, dass Paraniden Christen sind. Und es ist ein zentraler Sektor. Das kommt jetzt unerwartet. Eigentlich hätte ich erwartet, dass hier deren Hauptsektor ist und das hier nach unten langsam ausläuft. Aber hier kommt wohl ein neuer Hauptsektor der Paraniden. Okay, kriege ich hier irgendwo neue erweiterte Satelliten? Ich denke nicht. Splitterbombenwerfer, Raketen, mobiles Bohrsystem. Nö. Paranit, Militär, Odysseus. Ja, nee, so wird das nichts. Das soll erstmal reichen an Aufklärung. Den Rest machen wir einmal. Jetzt versuchen wir so weit wie möglich nach Hause zu springen. Sprungantrieb nicht einsatzbereit. Da sind es 15. Da sind es 30. Das macht doch keinen Sinn. Na gut, dann springen wir halt dahin und zum Nordtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Ich habe jetzt abgewartet, weil mir aufgefallen ist, dass das der erste Sprung ist, den ihr so seht. Auch wenn es nicht wirklich beeindruckend ist, aber ja. Wir sind jetzt also direkt am Nordtor, drehen einfach einmal um und flitzen da durch. Und dann gucken wir mal, ob wir von hier aus weiterspringen können. Ja, wir können bis da oben ebenfalls zum Nordtor. Man kann hier einfach den Sensor anschmeißen, dann geht auch dieser Countdown ein bisschen schneller. Für die Ungeduldigen unter uns, das mich auch mit einschließt. So. Da hinten haben wir ein Sonnenkraftwerk. Da machen wir doch mal einen Zwischenstopp. Wir würden gerne automatisch andocken. Und jetzt haben wir auch nur noch einen normalen Satelliten, glaube ich, im Frachtraum. Das heißt, wir dürften gut Stauraum haben. Jedenfalls im Vergleich zu vorher. Mit etwas Glück können wir dann gleich bis zur Wolkenbasis Südost springen. Aber das bezweifle ich irgendwie. Des Priesterimperators Xar heißt unser Priester so, 45 Stück. Raus. Und durch das Tor fliegen wir nochmal so durch, weil es halt so nah dran ist. Muss man ja nicht extra Energiezellen für opfern. Sehr viele Schiffe mit Verkaufsmissionen. Also meistens sind es Verkaufsmissionen, wenn Schiffe diese Eurozeichen da anbieten oder die Creditzeichen. Dann sagt der Besitzer vom Schiff, ich habe hier ein Angebot, ich will mein neues Schiff kaufen, willst du nicht mein altes kaufen? Das ist dann teilweise ziemlich ramponiert, teilweise auch in gutem Zustand und ein echtes Schnäppchen. Nun muss man dafür halt die Preise so ein wenig im Kopf haben. So, wir sind Parni Prime. Sprungantrieb ist übrigens Schiff J. Wolkenbasis Südost. Und ja, da kommen wir hin. Schöne Sache. Ist dann ein Mammut in der Zone? Ja, ist es. Da unten. Also Westtor. Dann machen wir genau das gleiche wie vorhin auch. Wir sprechen ihn wieder an, sprechen den Kapitän an, sagen ihm, wir hätten was zum Transportieren und schicken ihn dann zu der Schiffswerst. Erreiche System, Wolkenbasis Südost. Da lauert er schon. Ein bisschen langsamer. Argon, Lieferant. Kommunikation, Kapitän, Transport, bitte folgen Sie mir. Argon, und nochmal kommen, nochmal Captain. Bitte fliegen Sie zur Schiffswerft. Und zwar dahin. Roger.